verdammte Winde lässt sich nicht bewegen. Wir müssen zu Fuß gehen. Passt auf! Das ist der Anhänger meiner Mutter an eurem Handgelenk. Er gehört jetzt mir, Mädchen. Eure Mutter gab ihn mir, als ich sie und ihre Begleiterin zu mir ließ. Vielleicht sollten wir zurückgehen und die Ritter holen. Und meine Mutter die ganze Zeit über in Lilliths Obhut lassen? Zu alt. Sie zittern wie Herbstlaub. Besonders an diesem Ort. Was würde Lilith hier wollen? Ich habe keine Ahnung. Rava sagt uns nichts. Niemand geht hinein, nichts kommt heraus. Das ist alles. Kein Aufzug. Die Blockade wird sich hier unten befinden. Versperrt. Hier drüben. Ich kann mich zur anderen Seite durchquetschen. Wartet. Und weg ist sie. Nah am Gegner. Kein Kommen. Diesmal kommt der Kampf zu uns. Yeah.
Warum sollte eure Mutter euch zurücklassen? Das würde sie nicht tun. Oder sie hätte es nicht tun sollen. Ich bin sicher, sie hatte einen guten Grund. Der Tunnel ist geschlossen. Ohne Winde sitzen wir hier fest. Seht, da ist sie. Diese Statue, das ist sie, wie ich sie gesehen habe. Lilith. Wir müssen meine Mutter finden. Hier drüben, die Winde! Unser Fluchtgefährt. Getötet. Was ist geschehen? Wir brauchen Verstärkung. Nein, wir... Was war das? Das kam von jenseits des Tors. Sie sind alle tot. Da drüben. Eine Frau. Vigo, es war eine der Frauen, die ihr geschickt habt. Nur, dass sie kein Mensch war. Sie war ein Dämon, wie die Statue. Sie
behauptete die Mutter, Sanctuarius zu sein. Es war ein verdammtes Blutbad. Die andere Frau, Vennard, wo ist sie? Sie flehte um ihr Leben. Lilith verschonte sie, führte sie tiefer hinein. Gebt auf, Mädchen. Sie ist verloren. Vigo, ihr müsst mir zuhören. Der Stahl hat nichts genützt. Zauber, Gebet, alles nutzlos. Geht nach Kovala. Erzählt es Brava. Alarmiert die Armee. Den Vater, das Böse selbst, kommt auf Sanctuario zu. Tut es für mich. Er ist tot. Ich bin verloren. Eure Mutter hat mir gesagt, dieser Tand würde Glück bringen. Und ich habe ihr auch noch vertraut. Sie hat euch damit bestochen, oder? Ihr hättet sie überhaupt nicht durchlassen dürfen. Aber es ist noch nicht zu spät. Sie kann noch gerettet werden. Nicht von mir. Nicht mehr. Prava wird wissen, was zu tun ist. Ihr verlasst uns? Lasst sie im Stich? Da gibt es nichts mehr im Stich zu lassen. Sie ist so gut wie tot. Tut mir leid, Mädchen. Er hat uns wirklich einfach verlassen. Jetzt liegt es an uns. Lilith kann nicht weit sein. Was ist das? Wie eure Gedanken rasen. Ja, ich bin Lilith, Mutter von Sanctuario. Tochter des Hasses. Ich habe, was ihr sucht. Ihr dürstet nach Wissen. Ihr habt auf der Suche danach euer Kind durch ganz Sanctuario gezerrt. Nein, ich habe sie gelehrt, wie man überlebt. Ist es das, was ihr glauben wollt? Macht euch nichts vor. Ihr habt Fragen. Ich habe Antworten. Ich kenne das Gefüge des Kosmos. Alles, was ich gelesen habe, warnte mich vor euch. Ihr habt so viel gelesen. Und doch wisst ihr so wenig. Nehmt ihr mein Angebot an? Ich weiß nicht. Lasst ihr es mich versuchen? Ich will es versuchen. Eure Mutter ist am Leben. Sie kam mit Lilith hierher. Wie könnt ihr euch da sicher sein? Manchmal sehe ich Visionen der Vergangenheit. Ich habe sie gesehen. Was? Wie? Liliths Blüten. Ihr Blut wurde mir einst verabreicht. Yeah.
so neugierig. Ihr wollt wissen, warum ihr verschont wurdet? Ja. Vertraut ihr mir? Ich möchte es. Gut. Für den Moment müsst ihr nur wissen, dass wir meinen Sohn treffen werden. Ratma, den ersten Totenbeschwörer. Das ist er. Und vieles mehr. Er ist der Schlüssel für mein Vorhaben. Es klingt, als würden sie nach Liliths Sohn Ratma suchen. Gemeinsam. Mutter, was denkt ihr?
Lilith, dass wir kommen? Ihr habt eure Furcht überwunden. Doch ich spüre noch euren Schmerz. Ihr vermisst eure Tochter. Mein Vögelchen, sie hat sicher furchtbare Angst. Geht oder bleibt. Es ist Zeit, sich zu entscheiden. Ich habe sie gut ausgebildet. Sie ist ein gutes Kind. Stark. Sie wird zurechtkommen. Sie... Ihr habt eine weise Wahl getroffen. Mein Kind. Um zu Radma zu gelangen, müssen wir den See am Fuße dieser Ruinen überqueren. Das erfordert ein Ritual. Ich bringe es euch bei. Wie ihr wünscht, Mutter. Gut. Ihr seid bereit für die erste Lektion. Blut ist der Schlüssel. Was habt ihr diesmal gesehen? Ihr müsst mich nicht schonen. Sagt es mir. Lilith hat vor, eurer Mutter ein Ritual beizubringen. Eines, das Blut erfordert. Eure Mutter wirkte empfänglich. Wir müssen zu ihnen. Yeah.
So sein wie vorhin. Ich glaube, ich kann sie bannen. Von Sanctuarium, Mutter. Da ist sie. Mutter? Nirel. Du kommst gerade rechtzeitig.
Hinter diesem See liegt die Nekropole der Erstgeborenen, ein Hort der Magie und des Wissens. Ich habe Lilith den Weg geöffnet, doch konnte sie nicht begleiten. Mir fehlt das göttliche Element, verstehst du? Nicht? Doch, ich kann es finden. Ich bin so nah dran. Ich brauche nur... Mutter, hör auf! Sieh nur, was Lilith dir angetan hat. Du schreibst mit deinem eigenen Blut. Mein kleines Vögelchen, sie hat mich erweckt. Sie hat mir Dinge gezeigt. Dinge, die ich nicht einmal in Worte fassen kann. Sobald ich fertig bin, wirst du es verstehen. Mir ist egal, was sie dir gezeigt hat. Bitte, lass uns einfach von hier verschwinden. Oh, ich verstehe. Ja, schlaues Vögelchen. Du willst mich weglocken, um alles für dich zu haben. Das ist meine Entdeckung, nicht deine. Ich werde diese Runen mit deinem Blut beenden. Ihr müsst das aufhalten. Seht euch an, was sie mir geschenkt hat. Ihr habt mich beschützt. Ich will euch nicht hassen. Ich versuche es. Wirklich. Lilith wird für das bezahlen, was sie getan hat. Wir brauchen also gesegnetes Blut. Kehrt zu eurer Prava zurück. Holt euch euren Segen. Bettelt, wenn ihr müsst. Was immer nötig ist.
Meine Mutter hat dieses verdammte Ritual begonnen. Ich werde es vollenden. Trefft mich im Mistralwald. Warum dort? Die Horadrim haben dort eine Schatzkammer versteckt. Sie widmete ihr Leben der Suche danach. So viel dazu. Vielleicht hilft das beim Ritual. Wenn nicht, kann ich sie wenigstens dort begraben, wo sie es gewollt hätte. Ich brauche Zeit. Es tut mir leid. Lasst mich einfach.